kurz erfasst man, was steht jetzt eigentlich drinnen im ÖREG 2011 für all jene, die es noch nicht gelesen haben. Mhm. Dankeschön. Okay. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich und bitte nur jene, die das ÖREG noch nicht kennen, um Aufmerksamkeit. Alle anderen können gedanklich dort bleiben, wo sie sich gerade aufhalten und meine Ausführungen ignorieren. Ich soll, um den Vormittag einzuleiten, die wesentlichen Wesensmerkmale des ÖREGs wiederholen. Für ÖREG-Kenner ist das eine nahezu überflüssige Pflichtübung. In der Geschäftsordnung der ÖROG findet sich, das ist immer schon gefährlich, ja, findet sich unter § 1 eine taxativ aufzählende und zugleich auch erschöpfende Liste der wahrzunehmenden Aufgaben. Ich zitiere verkürzt: erstens Erarbeitung eines österreichischen Raumordnungskonzepts, zweitens Bewertung raumrelevanter Planungen und Maßnahmen im Hinblick auf das österreichische Raumordnungskonzept und drittens Raumforschung, sofern diese zur Erfüllung von 1 und 2 zweckmäßig ist. Das erinnert mich an etwas, was Sie auch kennen. Erstens, Paragraph 1, der Chef hat immer Recht. Zweitens, wenn er nicht Recht hat, tritt Paragraph 1 wieder in Kraft. Das Raumentwicklungskonzept ist also so etwas wie der inhaltliche Chef der Raumordnung, vielleicht mit dem wesentlichen Unterschied, dass uns der Chef nicht vor die Nase gesetzt wird, sondern wir ihn gemeinsam geschaffen haben. Das vorliegende Raumentwicklungskonzept ist nach offizieller Zeitrechnung das vierte seiner Art, das erste datiert aus 81, dann 91, 2001 und nun eben 2011. Die Art und Weise, wie diese Konzepte inhaltlich aufgebaut sind, wie und von wem sie verfasst wurden und welche politischen Botschaften damit verbunden sind, manchmal explizit, aber manchmal auch nur zwischen den Zeilen, sagt sehr viel über die Weiterentwicklung der Raumordnung per se, aber auch über die veränderten Rahmenbedingungen unserer Zeit. Ich freue mich schon auf eine kluge, disziplinhistorische und noch nicht geschriebene Dissertation, vielleicht mit dem Titel Raumordnungskonzepte im Wandel, eine kritische Bestandsaufnahme oder so ähnlich. Manche defätistisch eingestellten Kollegen und Kolleginnen fragen sich ja, ob diese Konzepte insgesamt etwas genützt haben. Nun ja, ein Raumentwicklungskonzept kann in einem komplexen Mehrebenensystem nicht diktatorisch verordnet werden. Es wirkt eigentlich ganz anders. Es ist ein strategisches Steuerungsinstrument, welches auf einen mentalen Trickle-Down-Effekt setzt. Die darin enthaltenen Ideen, Prinzipien, Leitbilder greifen letztlich ja nur das auf, was vom Ansatz her bereits diskutiert wird, aber es verstärkt eine Diskussion, es setzt Akzente, es setzt auch eine gewisse Agenda. Ein ÖREG kann damit steuern, ohne den Anspruch der Steuerung zu erheben. Das ist bemerkenswert. Ich denke, das kennzeichnet insgesamt auch diese charmante österreichische Realverfassung im Bereich der Raumentwicklung und der Raumordnung. Das ÖREG selber ist sehr dünn. Der Text füllt netto maximal 40 Seiten und durch ein geschicktes Layout sind diese 40 Seiten zu 100 Seiten mutiert. Der ursprünglich geringe Seitenumfang korreliert in keinster Weise mit dem Arbeitsaufwand. Wir haben mehr als 2 Jahre lang daran gearbeitet, zum Teil in einem ausgesprochen intensiven Umfang. Am Beginn standen Diskussionen im ständigen Unterausschuss, mit mir, ohne mich, Pläne wurden verworfen, Pläne wurden beschlossen. Dann erfolgte der offizielle Startschuss in der 25. Sitzung der ÖROG im Oktober 2008. Dann konnte ich mich noch gut erinnern an den inszenierten Startschuss im Juni 2009 in einer Enquete im Haus des Sports. Und dabei wurde auch die Einsetzung der 5 Arbeitsgruppen angekündigt. Eine Arbeitsgruppe für Wirtschaft mit der fachlichen Begleitung von Christoph Schremmer, eine Arbeitsgruppe Klima und Ressourcen mit Franz Brettenthaler, eine Arbeitsgruppe Verkehr und Mobilität mit Helmut Hies, eine Arbeitsgruppe Raumordnung mit der Expertise von Sibylla Zech und schließlich eine Arbeitsgruppe Demografie und Gesellschaft, der ich selbst fachlich beistand.
Diese Arbeitsgruppen haben nach Diskussionen, Hausübungen, Rückkopplungsschleifen einen jeweils umfangreichen Schlussbericht vorgelegt. Dieser Schlussbericht wurde dann vereinheitlicht und zusammengefasst und als sogenanntes Paper in Progress in viele ausführliche Begutachtungsrunden geschickt. Erinnern Sie sich noch an die Roadshow in den Bundesländern, in den Ministerien? Kollegen durften kommentieren, Studenten ihre Meinung äußern, Mitarbeiter der Landesregierungen Statements abgeben, NGOs als Vertreter der Zivilgesellschaft Stellung beziehen. Wir selber, die Autoren dieses Paper in Progress, mussten dabei geduldig zuhören und durften nichts sagen. Eine interessante Methodik, um andere Meinungen einzuholen. Diese Beiträge wurden nicht schubladisiert, sondern Frau Stick, Sie erinnern sich noch, gesichtet, geordnet und in das Paper in Progress eingearbeitet, welches dicker und dicker wurde. Ich konnte mich noch an eine STUA-Sitzung erinnern, das war, glaube ich, Frühjahr 2010. Die Notbremse wurde in dieser Sitzung gezogen. Immer wieder haben die Mahner an den politischen Auftrag des ÖREX erinnert. Es soll ja handlungsorientiert sein, prägnant und auch von den Zukunftsvisionen des Szenarienprojekts ausgehend. Und es sollte ein Projekt sein, welches nicht eine neuerliche analytische Aufarbeitung startet und darauf basieren soll, sondern es soll klar und deutlich gesagt werden, was in dem kommenden Jahrzehnt zu geschehen hat. In vielen dieser Sitzungen wurde immer wieder auf das Motto Mut zur Lücke postuliert und aufmerksam gemacht. Und es wurde immer wieder betont, so als ob wir uns selbst Mut machen mussten, tatsächlich dieses Enzyklopädische, welches sonst in solchen Konzepten sehr schnell Eingang finden würde, aufzugeben. Dabei wurde auch ein Provisorium errichtet, nämlich eine provisorisch eingerichtete Konzeptgruppe. Günter Knötig, Ignaz Kölbel, Thomas Madreiter, Georg Schad, Stefanie Schwer, Thomas Spiegel und natürlich die Geschäftsstelle der ÖROC waren in dieser provisorisch eingerichteten Konzeptgruppe vertreten, die dann natürlich wie jede provisorisch eingerichtete Konzeptgruppe zum eigentlichen Motor des Prozesses wurde. Ich konnte mich noch an eine andere Sitzung erinnern, auch im Frühjahr 2010. Elisabeth Stix kam aus dem Urlaub zurück, sichtlich gut erholt und mit neuen Ideen. Sie schlug vor, diese vielen handlungsleitenden Empfehlungen, die in dem Paper in Progress drinnen steckten, doch zu hierarchisieren, zu Säulen, Handlungsfeldern und Aufgabenbereichen. Und sie meinte auch, dass diese Empfehlungen immer wieder eingebettet sein sollen in einen Rahmen. Sie benutzt das Bild, in Spanien wird jedes Gericht mit Patates umrahmt und diese Patates muss klarerweise das ÖREG auch enthalten, also so etwas wie Grundhaltungen und Ziele. Wir müssen etwas sagen über die Einflussfaktoren und den politischen Rahmen, in dem dieses ÖREG drinnen steht. Und es soll auch ein, Franz Rauter, Sie haben das dann immer zu Recht eingemahnt, ein möglichst prägnantes Mission Statement enthalten, damit wir letztlich auch wissen oder klar sagen, was wir wollen und auch Überzeugung im Bereich der Politik oder der politischen Ebene erreichen. Mit diesem grundsätzlichen Bauplan dieses ÖREX und dann der Aufforderung aus einem mehr als 200 Seiten starken Papier, dem Paper in Progress, zu einem maximal 20-seitigen Policy Paper umzuformulieren, wurde ich dann in die Sommerferien geschickt. Ich kann mich heute nicht mehr ganz genau erinnern, ob der Regen mich zum Arbeiten zwang oder der Aufenthalt im Freien aufgrund einer kontinentalen Schönwetterphase unangenehm war. Ich weiß nur, dass in einer durchaus kreativen Phase es gelungen ist, dieses Policy Paper zügig zu verfassen aus diesem Paper in Progress und letztlich auf die Formel 4, 14, 34 zu kondensieren, also vier Säulen als oberste Ansprache von Handlungen, 14 Handlungsfelder per se und 34 Aufgabenbereiche, die daran anschließend sind. Diese Zahl von 34 erhöhte sich dann auf, glaube ich, 36 oder 36
Und auch in der Terminologie, was ist ein Aufgabenbereich, hat sich immer etwas getan. Aber das ist letztlich uninteressant. Das wird vielleicht diese Dissertation im Rahmen Ihrer konzeptarchäologischen Arbeit aufarbeiten. Wenn Sie sich das ÖREG anschauen, dann sehen Sie Gliederung, Säulen, diese Handlungsfelder und diese Arbeitsbereiche. Säule 1 betont die Notwendigkeit, die regionale und nationale Wettbewerbsfähigkeit durch raumrelevante Planungen zu sichern oder zu verbessern. Wir betonen dabei, und das sind dann die Handlungsfelder, die Erreichbarkeit und die integrierte Weiterentwicklung der linienhaften Infrastruktur, Klammer auf Verkehr, Energie, Informations- und Kommunikationstechnologie. Wir betonen den Wachstumsmotor Forschung, Technologie und Innovation als ein Instrument, diese Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen, und die regionale Innovationspolitik als eine regionalisierte Form einer Innovationspolitik, die eben auch auf regionale Besonderheiten Rücksicht nimmt. Sie sehen auch in dem Konzept, es gibt die Säule 2, Bevölkerung und Gesellschaft, wird in den Mittelpunkt gestellt, und wir machen unter der Etikette von gesellschaftlicher Vielfalt und Solidarität auf die Notwendigkeit aufmerksam, gesellschaftliche Maßnahmen im räumlichen Mehrebenensystem zu beziehen und die sich abzeichnenden demografischen Herausforderungen, wenn Sie so wollen, proaktiv anzunehmen. Einwanderungsland auf dem Weg zur Einwanderungsgesellschaft, starker Titel, schön, ja, ist politisch vielleicht noch gar nicht aufgefallen. Sicherung der lokalen und regionalen Daseinsvorsorge, starker Inhalt, muss man sagen, da brauchen wir wirklich Überlegungen, wie können wir die lokale und regionale Daseinsvorsorge sichern angesichts eines demografischen Wandels, der beachtlich ist. Und auf der anderen Seite sagen wir auch, demografisches Wachstum qualitätsorientiert bewältigen, denn es gibt eben auch Wachstum in bestimmten Teilen dieses Landes. Stadtrat Ludwig hat ja mit einer gewissen Begeisterung von diesem Wachstum in den Stadtregionen gesprochen. In der Säule 3, das sehen Sie auch, wechseln wir die Perspektive von der Gesellschaft zur Umwelt. Wir betonen implizit, aber auch explizit die Notwendigkeit, Umweltpolitik, Verkehrspolitik und Raumentwicklungspolitik stärker und enger miteinander zu koppeln. Dieses Nebeneinander, welches oft stattfindet, haben wir konsenshaft als einen klaren Nachteil identifiziert und meinen, die Dinge gehören verschränkt. Die Handlungsfelder der Säule 3, Klimawandel, Anpassung und Ressourceneffizienz lauten energieautarke Regionen anstreben, Vorrangflächen zum Schutz vor Naturereignissen, nachhaltige Siedlungs- und Freiraumentwicklung sowie nachhaltige Mobilität. Und viertens thematisieren wir in der Säule 4 die raumrelevante Planung als solche und kennzeichnen auch durch die Titelgebung dieser Säule, nämlich kooperative und effiziente Handlungsstrukturen schaffen, was wir erreichen wollen. Durch eine Stärkung der regionalen Handlungsebene, durch Entwicklung einer österreichischen Agglomerationspolitik, durch neue Partnerschaften zwischen Land und Stadt und durch Betonung von gesamtösterreichischen europäischen Perspektiven. Unterhalb dieser Handlungsfelder, die ich jetzt taxativ aufgezählt habe, kommen konkrete Handlungsvorschläge, um die Lücke zwischen Konzept und konkreter politischer Handlung zu verkleinern. Der Konzeptriese, Copyright Wolf Huber, die Raumordnung als Konzeptriese und Durchsetzungszwerg. Wir müssen dem Konzeptriesen sagen, was er zu tun hat. Wir müssen ihm genau instruieren, ihm sagen, wohin zu gehen er hat, mit wem er zu kooperieren hat und was er dabei erreichen soll. Diese konkrete Nennung von Arbeitsbereichen und auch der Versuch, die Operationalisierung dieser Arbeitsbereiche bereits in das ÖREG hineinzuschreiben, ist wesentlich und ist sicherlich ein Teil dieser Innovation. Über diese Umsetzungspartnerschaften muss ich aber nicht viel sprechen, denn das ist Gegenstand der weiteren Erörterungen. Das im August 2010 dann der Geschäftsstelle geschickte Policy Paper, ich habe dann relativ rasch eine Rückmeldung erhalten. Die ersten Rückmeldungen waren
sehr freundlich, sehr positiv. Klarerweise hat die Geschäftsstelle sich die Pforte offen gelassen und hat gesagt, wir müssen noch abwarten, was die ÖROC dann dazu sagt, aber grundsätzlich sind wir damit zufrieden. Die nachfolgenden Sitzungen der ÖROC brachten dann weitere Klärungen und Abrundungen. Die meisten Monitor, die wir oder ich erhielten, die waren absolut berechtigt und haben zur Qualität des Textes beigetragen. Ab und zu wurden aber auch Versuche gestartet, ohne Namen oder Institutionen zu nennen, um aus einer interessenspolitischen Perspektive heraus einzelne Absätze bis zur Konturlosigkeit abzuschleifen oder Positionen hineinzureklamieren, die heute eigentlich nicht mehr haltbar sind. Aber interessanterweise, und das unterscheidet sich von jenen Erfahrungen, die ich 2001 gemacht habe, interessanterweise fanden diese Ansätze alle keine Mehrheit mehr. Ich meine, das ÖROC ist ein gut gelungenes Papier, es ist aber ein bedrucktes Papier. Die darin enthaltenen Ideen müssen wirksam werden, sie müssen umgesetzt werden. Das ist banal, aber zutreffend. Diese Umsetzungspartnerschaften sind daher von zentraler Bedeutung. Ich meine, dass das historische Fenster, Umsetzungsprozesse zu starten, gegeben ist. Es gibt ein Momentum im Bereich der österreichischen Raumentwicklungspolitik. Ich glaube, dieses Momentum kann genützt werden. Es gibt einen finanziellen Druck, auch durch kluge Raumordnung weitere Folgekosten vielleicht einzusparen. Und es gibt eine Reihe von Persönlichkeiten in der ÖROC, die Qualität besitzen und den Freiraum, den ihnen das reale politische System dieses Landes einräumt, ausnützen zu können. Ich wünsche diesen Personen aus einer tiefen Überzeugung, dass eine kluge Raumordnung dem Land gut tut, viel Erfolg. Danke.